Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um gleich zwei schicke Mounts, die wir uns beide als Nightfair spielen können. Und zwar haben wir da einmal den schillernden Schwirrling. Das ist diese schicke Motte hier. Können wir gleich schon mal schauen, was das Mount Special ist. Schau mal, wir fliegen relativ weit sogar hoch. Drehen uns einmal. Also das ist das erste Mount. Und das zweite ist nochmal so ein Runenhirsch, da hatte ich euch schon ein paar gezeigt. Und zwar haben wir hier einmal den verzauberten Runenhirsch, das müsste verzauberter Winterborn-Runenhirsch. Also das ist quasi dieser hier, da mounten wir auch mal auf. Gibt ja mittlerweile einige von diesen Runenhirschen, warte mal, ich kann euch mal alle zeigen. Runenhirsch, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Einer fehlt mir tatsächlich noch, den zeige ich euch dann, sobald ich ihn auch meinen eigenen kann. Also, da haben wir hier den schicken Runenhirschen. Beide von diesen Mounts bekommen wir von einer Ruffraktion. Und diese Ruffraktion ist aber hidden, also die kriegt ihr nicht angezeigt, sondern die müsst ihr erst freischalten. Wir sind hier einmal im Herz des Waldes, das ist die Paktzentrale der Nightfee. Und wir brauchen jetzt einmal einen Nightfee-Char, der auf der maximalen Stufe ist und dann dementsprechend ein Gebäude gebaut hat. Und zwar brauchen wir diesmal nicht das Sonderpakt-Feature, also wir brauchen nicht das Konservatorium der Königin, sondern wir brauchen hier das Reisenetzwerk. Das Reisenetzwerk brauchen wir auf der Stufe 1. Wenn wir es natürlich höher haben, umso besser, dann geht es nämlich ein bisschen schneller. Und zwar ist es so, wenn ihr das Reisenetzwerk auf Stufe 1 baut, kriegt ihr hier im Herz des Waldes eine Quest, dass ihr dahinter hatschen müsst. Und zwar hier in Tiraskite müsst ihr dann einige Quests erledigen. Das sind so 10 Quests oder so. Und am Ende schalten wir das Reisenetzwerk frei. Das sind so Pilze. Und mit diesen Pilzen können wir uns quasi ein bisschen rumporten. Das kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Wir haben nämlich dann hier unten einmal so einen Pilzkreis. Da können wir uns reinstellen, einen extra Button drücken. Dann kommt ein Ladebalken. Und dann werden wir nämlich in so einem kleinen, ich nenne es jetzt mal Portalraum, geportet. Da sind dann nämlich ein Haufen Pilze und wie ihr hier seht, hier ist jetzt Herz des Waldes. Wenn wir uns hier draufstellen, den Button drücken, kommen wir wieder zurück. Und hier sind dann alle möglichen anderen Pilze, die uns woanders hinbringen. Die sind auch alle betitelt, also Waldrand, Ufer des Lebens und so weiter. Ne? Und die haben wir dann hier auf der Map und dann können wir uns hinporten. Das Geporte ist aber für uns jetzt erstmal nicht relevant. Wichtig ist tatsächlich dieser Typ hier. Der heißt Marasmius, so rum, nicht so einfach auszusprechen. Und der hat seine eigene Ruffraktion. Die seht ihr aber nicht hier unter Ruf, sondern die seht ihr nur hier oben in seinem Balken. Das funktioniert ganz normal wie die normalen Ruffraktionen. Es gibt halt auch freundlich, wohlwollend, ehrfürchtig und so weiter. Und da braucht man auch die gleichen Beträge an Ruf, also am Ende 21.000, um quasi voll ehrfürchtig zu werden. Und wie können wir den Ruf jetzt erhöhen? Der Typ hat, abhängig danach, wie hoch ihr euer Feature habt, also hier das Reisenetzwerk, hat er verschieden viele Quests. Oder das sind Daily Quests. Heißt, wenn ihr es auf 1 habt, habt ihr eine Daily Quest, wenn ihr es auf 2 habt, habt ihr 2 und wenn ihr es auf 3 habt, habt ihr 3. Die bringen unterschiedlich viel Ruf. Ich glaube, das erste war 350, das zweite war 500 und das letzte war 650. Heißt, wenn ihr es auf 3 habt, könnt ihr täglich 1500 Ruf dafür erspielen. Das geht relativ zügig. Wie gesagt, das sind Dailies, könnt ihr jeden Tag machen und die gehen auch alle relativ schnell. Das sind manche Sachen sind wirklich in unter einer Minute zu erledigen. Es hängt oft damit zusammen, wir können jetzt hier mal ein paar annehmen. So, nehmen wir mal ein paar an. Oft ist es so, dass man mit ihm nochmal sprechen muss, dann kann man hier geht so ein Gefährt rein und muss so ein paar Viecher abschießen, dann muss man sich ab und an irgendwo hinporten, also seht, hier unten ist eine Quest, dann nimmt man den Port hier in den Waldrand und sammelt da 6 Blätter ein, ne? Also ihr könnt euch direkt dahin porten, sammelt 6 Blätter ein, portet euch wieder zurück, gibt's ab, das geht relativ schnell. Oder reist ins Unbekannte, das können wir jetzt mal machen. Da wird der Pilz auch schon angezeigt. Es gibt hier auch Portpunkte quasi, die euch an Orte bringen, wo man normalerweise nicht hinkommt. Hier ist zum Beispiel jetzt, heißt dieser Portpunkt ins Unbekannte, ne? Und hier müssen wir jetzt Schmetterlinge mit so einem
Kescher einfangen. Ja, das sind irgendwie 8 Schmetterlinge, hier sind keine Mobs, die euch angreifen. Ihr lauft hier rum, casht diese Schmetterlinge ein, also einfach den Extra-Button drücken, den wir da haben, und wieder zurück. Also das sind relativ schnelle Sachen, die bringen auch oft Anima tatsächlich. Also das rentiert sich, ich habe die teilweise dann weitergemacht, um noch Anima zu farmen. Ne? Ich glaube, jetzt da habe ich jetzt gerade nur Gold gekriegt, das ist dann immer ein bisschen bitter. 3x Gold, okay, absolut bitter, aber oft habe ich da auch relativ viel Anima bekommen und die Quests, wie gesagt, gehen relativ schnell. Die Items können wir dann hier nebendran kaufen, und zwar bei dem Typen. Und hier gibt es halt dann einiges an Sachen, so diese Soul-Gestalten quasi, haben wir hier Pets, gibt es einige, ein bisschen Rückentransmog-Sachen gibt es, und dann gibt es halt diese beiden Mounts. Kostenpunkt sind jeweils 5000 und ihr braucht den Ruf von Respektvoll, heißt, ihr braucht nicht mal den maximalen Ruf. Respektvoll hat man in einer relativ fixen Zeit zusammen. Wenn ihr überlegt, wenn ihr das Paktsanktum auf 3 oder halt dieses Ding auf 3 habt, 1500 am Tag, ne? Wenn ihr dann das mal 7 rechnet, also wenn ihr das jeden Tag macht, dann habt ihr schon 10.000, also dann seid ihr in 2 Wochen auf Respektvoll und könnt euch die Mounts kaufen, ne? Also das geht echt ziemlich, ziemlich zügig. Gut, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die ganzen Runenhirsche an, die wir bis jetzt haben. Hab mich vertippt. So, da haben wir es. Das Problem ist, ich habe Kohle über meine Tastatur gekippt und jetzt kommen immer doppelt, dreifach E. Gut, hier haben wir die ganzen Runenhirsche. Und zwar den Runenhirsch des Erweckers. Da hatte ich ja euch schon im Video die gezeigt, die ich bis jetzt habe. Das ist quasi der ohne Panzerung. Dann haben wir den Schattenblatt-Runenhirsch. Dann haben wir den Traumlicht-Runenhirsch. Und dann haben wir diese Runen, beziehungsweise hier unten haben wir den letzten noch, den Winterborn-Runenhirsch. Das sind die 4 Grundmodelle und dann gibt es diese nochmal in der verzauberten Variante, die dementsprechend die gleiche Farbgebung haben wie die loweren, nur halt mit hier einem größeren Geweih und ein bisschen mehr Beleuchtungseffekten mit dran. Einer fehlt mir jetzt noch, das ist der verzauberte Runenhirsch des Erweckers, den kriegt man über das Konservatorium der Königin in den Samen raus. Das ist halt eine RNG-Geschichte und ja, das wird wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen dauern. Wie das genau funktioniert, werde ich euch dann zeigen, wenn ich da nochmal ein Video mache. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.